Thank you.
The friends in my team are Lea Arsik, Marianne Reich, and Mut Deroyer, and me, Ersan Akbulut. So we made a very good film. In our team, we used four languages: Turkish, German, and Slovenian language, and some from Hungarian. So it was really hard to combine all into one film. Für die eine Technik mit den Aquarellstiften benötigt man eine richtige Malunterlage, die auf einem Brett oder auf einem Tisch befestigt wird. Und dann werden die Motive mit dem Stift vorgemahlen. Anschließend nimmt man dann ein Wasser mit einem weichen Pinsel und malt über das ganze Motiv drüber, diese Maltechnik. Und diese Pinselführung nennt man dann Lasieren. Je nach Stärke und Wasserverhältnis wird das Motiv dann ausgemahlen, fertig gemahlen, bis die gewünschte Fläche fertig ist und die gewünschte Farbintensität erreicht ist. Wir haben einen Film gemacht in der Küche. Wir sollten es erst mit 5 Personen zusammen machen, aber wir fanden, dass das ein bisschen zu viel ist. Außerdem kommen wir aus Ungarn und Rot ist eine schöne Farbe. Und da dachte ich mir, dass wir etwas mit Paprika machen. Und so haben wir uns für ein ganz einfaches Gericht entschieden. Paprika-Kartoffeln ist ein typisch ungarisches Gericht. Und wir haben aber nicht verraten, wie man es genau kocht. Das sollten die Leute, die sich den Film angucken, mal selbst ausdenken. Ich habe eine Geschichte gemacht, selbst gemacht, aber das war nicht so richtig gut, denke ich. Also eine Gulaschpasta und eine Paprikapasta haben einander kennengelernt. Und dann verliebt, verlobt und dann auch geheiratet und geküsst und so weiter. Das habe ich auch ausgedacht. Es war toll. Wir haben die Österreicher ins Herz geschlossen. Sie sind sehr nett und entsprechen der ungarischen Mentalität. Also wir haben uns hier sehr wohl gefühlt. Das
Paprikaschklumpli sind übersetzt Grundbirnen und nochmal übersetzt Kartoffel oder Erdäpfel. Fett und Paprika, denke ich mir, man kocht das mit Fett und Paprikasalz und gibt das vielleicht ins Rohr. Das schmeckt total gut. Da waren mein Erdäpfel dabei, Inga Gulasch. Und jetzt kochen. Sabrina, komm. Nein, kommt her da mal. Seid ihr zu zaghaft? Nehmt einen Löffel raus und kocht jetzt einmal. Dann sagst du mal, was das sein könnte. Macht ihr nicht zu zaghaft? Ja, schmeckt der. Dann sagt mir mal, wie gut das ist. Fantastisch. In welchem Team habt ihr denn gearbeitet? Wir arbeiten noch immer im Team Färben. Ja. Was habt ihr da gemacht? Stoffe färben. Farben gemischt. Mhm. Farben eingedunkt in die Stoffe. Ja. Was wir besser machen würden? Hm? Irgendwie, das klingt jetzt komisch, aber ich meine, irgendwie jugendlicher mehr. So, ich weiß nicht. Vielleicht ein bisschen actionreicher. Ja, mehr Action. Action Painting. Kennen Sie das? Das ist immer lustig. Arbeiten mit Farbe ist immer lustig. Ich liebe Farbe. Wir haben uns mit den Färbetechniken beschäftigt. Dafür haben wir die drei Grundfarben verwendet, und zwar Blau, Rot und Gelb. Wir haben verschiedene Farben miteinander vermischt und dadurch sind tolle Effekte entstanden. Beim Färben von Stoffen mischen sich die Farben gleich wie in der Malerei. Da, wo sich die beiden Farben überschneiden, erhalte ich ein Grün. Wir haben mit drei Materialien gearbeitet, und zwar Schafswolle, Seide und Baumwolle. Thank you.
Wir sind das Team Marmorkuchen. Zu unserem Team gehört Dorli, Georg und ich, Conny. Wir haben die Entstehung vom Marmorkuchen vom Ei weg gefilmt. Wir wollten die Farbverläufe in der Küche näher herausbringen. Und deswegen wollten wir wissen, wie sich das verändert, wenn man zu einer hellen Masse zum Beispiel ein Kaupulver oder Tusch hineinschüttet. Eigentlich sind nicht sehr viele Probleme aufgetreten, nur bei der Einstellungssuche, welche Art von Einstellung wir jetzt nehmen. Für uns war das eine Herausforderung, die Lichtverhältnisse richtig zu bekommen. Und irgendwie haben wir wahrscheinlich zu viel gefilmt, aber ist kein Nachteil, wenn man viel Rohmaterial hat. Stopp! Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir waren ein gutes Team. Marmorkuchen. Marmorkuchen. Ei? Ei? Essen war Spaß, gut. Gut. Schwarz-Weiß? Mehl? Marmorkuchen. Mei, ist sehr gut. Braun und gelb. Braun und gelb. Braun und gelb. Marmorkuchen. Also, Marmorkuchen ist unbedingt der Kuchen, den die Mama macht. Ich habe schon ganz lange keinen mehr gegessen. Und das erinnert mich sehr an meine Kindheit. Gebacken? Lecker. Der ist gut. Schmeckt gut. Hell und dunkel. Mama Stein? Essen? Hunger? Dass er gut ist. Das war's.